So, hier sind wir wieder. Im letzten Part sind wir nach Greycliff gegangen, um die Vögel zu befreien, und direkt da knüpfen wir an. Also diese Schlammviecher sind wirklich mit die nervigsten Gegner in dem Level, ausgenommen vielleicht von den Viechern da unten, gegen die wir später noch antreten müssen. Da kommt immer die Freude auf. Die ist diesmal nicht, Junge. Wenn ich mich nicht irre, dürfte ich eigentlich gleich sogar eine neue Waffe bekommen. Ah. So einfach kann's gehen. Der Granitspeer hat folgenden Vorteil, wie man schön demonstrieren kann. Man kriegt solche schwarzen Blöcke ruckzuck klein. Und das war jetzt auch nochmal eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, warum man sich nicht wirklich jede neue Waffe sofort kaufen soll, die man im Laden sieht, weil in wirklich fast jedem Level kriegt man eine neue Waffe und das erspart einem wirklich viel Geld. Aber ich glaube, ich wiederhole mich in der Hinsicht auch zu oft. Ich werde das nicht nochmal erwähnen, um euch nicht noch mehr zu nerven, sondern ich werde mich jetzt noch etwas mehr aufs Gameplay konzentrieren. Würde mir, glaube ich, auch dabei helfen, nicht jedes Mal wirklich in die Gegner reinzurennen. Es geht mir selbst ein bisschen auf die Nerven. Aber wie man sieht, mit dem Granitspeer bin ich eh relativ gut ausgerüstet, also das ist jetzt ein Problem weniger. Bitte zu entschuldigen, dass das Bild ruckelt. Das liegt vielleicht gerade daran, dass ich eine andere Folge konvertiere. Mein Arbeitsspeicher scheint mir das ein bisschen übel zu nehmen. Oi. Naja. Boah. Das war's mir wert. So. Wie gesagt, ich muss mich wirklich entschuldigen, dass das jetzt so ruckelt. Ich hoffe, dass es gleich vorbei ist. Weil das stört sicherlich nicht nur mich, sondern auch euch, wenn ihr es anschaut. Was man mit einer einfachen Lanze nicht so alles machen kann. Jawohl, ja. Blödes Mistvieh. Ja, da haben wir die wunderbaren Gegner. Ich hasse die so sehr, weil wenn die euch einmal falsch erwischen, dann treffen die euch ohne Ende. Ihr könnt euch nicht bewegen, ihr könnt euch nicht wehren.
aber wenn man schnell genug ist, ist es eigentlich recht fix geschafft. Der Kaktus hat uns nichts zu sagen. Ist natürlich ein bisschen schade. Und ich glaube, das war falsch. Oh ja. Also in diesen komischen Tunneln muss man halt in die dementsprechende Richtung drücken, in die man möchte. Und ich hoffe, ich verpasse da nicht ein Item, weil das geht hier relativ leicht. Oh, ich hab's geschafft. Oh. Ja. Peinlich. Aber immerhin habe ich jetzt ein Level up. Also hat sich doch gelohnt. Jawohl. Also Level 11 habe ich jetzt schon mal. Das heißt, Level 12 ist eine gute Vorhersage, bei der ich dann gegen den Endgegner antreten werde. Ja, und ich bin genau an dem richtigen Ende rausgekommen. Und eine Heilknolle können wir wirklich sehr gut gebrauchen. So. Sehr schön, diese zwei Stärkepunkte haben dafür gesorgt, dass ich jetzt diese blöden Schleimviecher mit einem Schlag platt machen kann. Diese komischen kriseligen Wände, die ihr übrigens zwischendurch schon gesehen habt, die können wir gleich hochklettern. Uns fehlt nur das passende Equipment dazu. Aber da sind wir ja auf dem besten Weg dabei, uns das jetzt zu holen. Ja, diese komischen Steinköpfe können wir nicht platt machen. Die tauchen einfach auf und nerven mit ihren scheiß Feuerbällen. Und hier muss man jetzt auch schnell sein, weil, wie man sieht, viele Geoblaster eine brüchige Steinbrücke. Wenn man da nicht schnell genug ist, dann sind die Brücken hinüber, da muss man runterfallen, dann landet man unten bei den blöden Steinköpfen, kriegt dann wieder einen ab und... Naja gut, das erklärt sich von selbst. So. Ah. So, dieses, wie immer, auffällig unauffällige Leuchten. Etwas schimmert im Gestrüpp. Das ist jetzt auch ein längerfristiges Schlüssel-Item. Deswegen wird es auch im Item-Menü hier unten mit angezeigt. Genauso wie diese Riesenblätter, die ich zum Schwimmen verwende. Entschuldigung. Die Zauberschatulle muss man übrigens, wenn man die Ringe einsetzen will, ausrüsten. Die beiden braucht man nicht ausrüsten. Sprich, wir können jetzt hier einfach mit unseren stylischen blauen Klauen einfach hochklettern. So, damit mich oben jetzt keiner von denen wieder runterschmeißt. Das passiert nämlich oft genug. Apropos, ich sollte mich mal wieder heilen. So, und jetzt können wir die ganzen Wege lang gehen, wo wir jetzt schon mal solche Wände gesehen haben. Angefangen natürlich mit der offensichtlichsten, weil sonst kommen wir ja eh momentan nicht zurück.
So gelangen wir übrigens auch an ein paar Truhen in diesem Gebiet. Muss aber gleich dazu sagen, diese Greifenklaue ist zwar relativ gut, aber die werden wir tatsächlich nicht so oft in dem Spiel brauchen. Klar gibt es schon zwischendrin Passagen, wo man sie dann einsetzen muss, aber die sind absolut nicht dominant. Ich bin jetzt deswegen hier runtergegangen, weil ich mir nicht sicher war. Doch, bin mir sicher. Hier war nämlich eine Truhe nochmal mit einer Wunderknolle. Und da oben konnte man auch nochmal lang. Ich muss nur alles absuchen, weil wie gesagt, bei der einen versteckten Truhe war, die vergesse ich oft. Und ich muss erstmal schauen, wie man nochmal an die rankommt. Nee, hier ging's ja. Stimmt. Hier bin ich komplett falsch. Nee, sorry Leute. Geh schon wieder zurück, ich beeile mich. Gehen wir einfach erstmal weiter. Die Truhe läuft uns nicht davon, selbst wenn wir den Endgegner platt machen. Hier sind wir in Levels, die können wir immer wieder besuchen, das ist gar kein Thema. Selbst wenn man schon Level 99 haben sollte. Das wird erbüßen. Ja, so langsam wird's wieder. Ja, diesmal hat er mich nicht erwischt, weil ich vom Gegner getroffen wurde. Auch nicht schlecht. Da muss ich als nächstes runter. Das führt mich zu ein paar neuen Gebieten. Aber erstmal klettern wir hier hoch. Oh Gott. Ich bin hier. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil hier kann ich sehr leicht mal falsch geraten. Der war jetzt schon mal richtig. Ja, wunderbar, aber sowas von richtig. So, die haben wir jetzt auch schon mal fertig gemacht. Ja, ich glaube, hier gibt es zu der Truhe. Ja, wunderschön. Ein Vitalelixier. Ich nehme es jetzt auch mal gleich zu mir. Und weiter geht's. Also ich habe so meine Bedenken, wenn ich weiß, was ich bis jetzt schon auf die Mütze bekommen habe und dann bei dem Endgegner. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen, ob ich jetzt bei dem platt gehe oder nicht. Ich hoffe es mal nicht. Das hat uns zu nichts geführt. Wir müssen die andere Stelle hoch. Also erwartet jetzt nichts Spannendes. Wir müssen jetzt erstmal ganz weit hochklettern. Und ich muss meine Knollen verbraten, weil es dann gleich zum Endgegner geht.
Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab mein Level 12 gar nicht erreicht, wenn ich mal so. Ich dachte, man könnte sie zurückschleudern. War wohl doch nicht so. Wenn er das macht, will er einen Tornado starten. Dieser Tornado kann euch von der Plattform boosten. Und das wäre sehr ungünstig, weil dann beginnt jedes Mal der Bossfight wieder von neuem. Und das nervt. Also ich hatte es bei meinem ersten Mal durchspielen, hatte ich es tatsächlich geschafft, öfters mal runterzufliegen. Hey. Der zweite Vogel kann euch auf den Kopf kacken, das macht euch Schaden und hält euch auf. Also das ist nicht ganz so schön, aber das musstet ihr zum Glück jetzt nicht miterleben. Stattdessen könnt ihr jetzt das Wiedererwecken der Vögel erleben. Lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Vögel sollen ihre natürliche Lebensform wiedererlangen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Ja, das wissen wir. Und auch jetzt bin ich wieder etwas still. So, das war's jetzt schon. Man sieht, das Sanktum hat sich ein klein wenig verändert. Es war eben ein guter Hinweis. Der Vogel hat gesagt, dass der Wind ausgeblieben ist und dass sie so nicht genau wissen, wohin, weil der Wind hat ihnen immer den Weg gewiesen. Das wird unsere nächste Mission sein, ist allerdings relativ unspektakulär und naja, ihr werdet es ja gleich sehen. Ja, ein ganz braver Ziebscher bist du. So, hier haben wir wieder eine Seele. Magier. Der kann uns aber auch leider nichts Neues verkaufen. Aber hier haben wir noch einen Laden. Erstmal muss ich mich wieder mit meinen schönen Heilknollen aufrüsten. Und dann holen wir uns eine Vogelweste. Ein Vogel musste federn lassen. Bedauerlich. Nun gut. Dann sieht man ja schon, hier führt's rauf. Wir schauen einfach mal nach, wohin. Und mal ganz im Ernst, habt ihr schon mal einen fetteren Vogel gesehen? Ich bin der König der Königsvögel. Man nennt mich Dumba. Hab Dank, dass du den Bann gebrochen und unsere Körper wiedergegeben. Ich glaube, jetzt habe ich mich verlesen. Doch noch ist nicht alles wieder beim Alten. Nicht weit von hier liegt Orkania, die Windgrotte. Der Wind aus Orkania geleitet uns in neue Länder. Doch dieses Jahr blieb der Wind aus. Wir machen uns Sorgen. Ja, dann werden wir mal versuchen, diese Sorgen zu beheben. Und danach, wenn wir den Wind wiedererweckt haben, werde ich einen Aufnahmestopp machen. Auf nach Orkania! Und das sieht jetzt richtig geil aus. Ja, ihr seht richtig. Wie ein Windelkind, nur eben getragen von einer Möwe, werde ich jetzt zum nächsten Gebiet geflogen. Und wie er da aus dem Sack da rausguckt, das sieht einfach zu geil aus.
So, und wir hören wieder einmal sehr traurige Musik. Oder jetzt auch mal gar keine Musik, denn es ist windstill. Das Glitzern in der Tiefe. Mit den Steinen müssen wir den Wind wecken. Arg hört die Stimme des Windes. Wer stört meinen Schlaf? Was? Ich höre Vögel Ich spüre den Frühlingshauch. Endlich. Der lange, harte Winter ist vorbei. Ich weiß nicht, wer du bist, doch vielen Dank fürs Wecken. Ich werde sofort aufbrechen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine leichten Vorlesefehler. Und plötzlich ist alles wieder happy. Toll, Ark! Der Wind ist zurückgekehrt. Endlich! Wir müssen los. Lass uns dem König die frohe Kunde berichten. Auf, liebe Möwe! Schon interessant, wie sie 1000 Mal das Ziel umfliegt, bevor sie denn dann landet. So, dann hoch, hoch. Der Wind ist wieder da. Die Zugvögel können wieder losziehen. Nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung an dich. Es ist der Windzauber. Er beschwört Vögel, die Krankheiten und Flüche heilen. Das ist eigentlich einer der mit nützlichsten Zauber in dem gesamten Spiel, weil ab einem gewissen Zeitpunkt kann man verflucht werden und es gibt kein Heilmittel dagegen, außer diesen Zauber. Wenn du reisen möchtest, dann rede mit der Möwe. Das werden wir tun. Allerdings erst im nächsten Part, denn ich mache jetzt tatsächlich schon meinen Aufnahmestopp und sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Ciao!